Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Heute ist für mich Sonntag, ein eher ungewöhnlicher Tag zum Videodreh, aber ich bin momentan Strohwitwe und was macht man dann? Man dreht ein Video und ich möchte gerne mit euch zwei Masken testen. Und zwar von M. Asam die eine Maske und von Balea die eine Maske. Wir haben hier einen Preisunterschied von 40 Cent zu 2,99 Euro. Und ich möchte natürlich mal sehen, wie im Endeffekt das Endprodukt ist. Wenn man bei CoCheck schaut, schneidet diese Maske tatsächlich ein bisschen schlechter ab. Wir gehen jetzt heute mal nicht auf die Inhaltsstoffe ein, sondern wollen einfach mal das Hautgefühl nach der Prozedur einfach mal schauen, mal sehen, wie es funktioniert hat. Natürlich kann ich das nicht an einem Tag machen, weil das wäre ja Blödsinn. Ich würde sagen, wir fangen mit der Balea-Maske an. Und wenn dich das, wie gesagt, interessiert, schnapp den Kaffee, den Keks, wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns wieder. Herrgott, zack! Apart. Ich habe da ein Video gedreht, das verlinke ich euch mal da oben hin. Und da gibt es natürlich auch einen Rabattcode, das verlinke ich euch auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da echt begeistert. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin nicht so der typische Jogginghosenträger. So Pullis ja, aber so komplett Jogginganzüge oder Trainingsanzüge bin ich absolut nicht so der Fan. Aber ich finde es sehr bequem. Kommen wir zu der Maske. Und zwar habe ich mir ein LE ausgesucht. Peach Nougat. Was mir auf der ersten Seite ganz also auffällt, man kann es unheimlich schlecht lesen als Brillenträger. Das finde ich wirklich schlecht. Was soll die machen? Ist für jede Haut, regeneriert die Haut mit Pfirsichextrakt und Nougatduft und pflegend. Ich liebe Nougat. Da gibt es ja diesen Block Nougat, da könnte ich mich reinlegen. Dementsprechend sehe ich dann auch so zum Beispiel mal aus. Ist nicht so was, was meine Haut mag. Im Endeffekt müssen wir die Maske auftragen. Genau, wie viele Minuten haben wir denn da? Da steht aber 10 bis 15 Minuten und mit einem weichen Kosmetiktuch abnehmen. Sanft einmassieren. Wenn da steht mit einem Kosmetiktuch abnehmen, dann ist das eine Maske, die ihr am besten abends verwendet. Oder wenn ihr danach nicht unbedingt eine Foundation oder ein Make-up drüber kleistern wollt, weil das funktioniert oftmals nicht. Die Haut ist dann so viel gepflegt, dass dann meistens so Ribbelchen kommen. Das würde ich euch gar nicht empfehlen. Ich nehme jetzt erstmal diesen unteren Teil und mache mir jetzt sozusagen ein bisschen Produkt aufs Gesicht. Dazu nehme ich wieder meinen Silikonpinsel und streiche mir sozusagen, hoppala, die ist sehr flüssig, flutscht gleich aus der Verpackung. Also, dass die nach Nougat riechen soll, so auf dem ersten Geruchstest kann ich jetzt nicht sagen. Mir fällt halt auf, dass sie gegenüber anderen Masken sehr flüssig ist. Ich habe noch keine Bandage dran an der Hand und das merke ich auch. Mir tut die Hand unheimlich weh. Seht ihr das? Die ist nämlich immer noch dick. Sollte ich vielleicht jetzt doch noch gleich machen. Ich soll sie halt ruhig stellen. Und wenn ich keine Bandage dran habe, habe ich das Problem, dass ich das vergesse. Und sobald ich irgendwie an meine Hand komme, könnte ich hier an die Decke gehen. Das tut wirklich weh. Mir tut auch das jetzt weh, was ich jetzt hier mache. Aber ich möchte jetzt schnell mal die Maske auftragen und dann lege ich mir auch meine Bandage wieder an. Also die Maske lässt sich gut auftragen. Allerdings habe ich das Gefühl, die tropft jeden Moment, weil sie so flüssig ist. Also das ist, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr das? Also normalerweise muss man diese Masken ja regelrecht rausquetschen. Ich habe das Gefühl, die läuft schon von alleine raus. Weiß ich nicht, ob mir das jetzt so gefällt. Vom Prinzip her schon. Aber ich habe meistens so das Glück, dass mir das ganze Zeug mal auf dem Badezimmerteppich fällt. Also ich finde nicht, dass das nach Nougat riecht. Ich würde eher sagen, es riecht nach gar nichts. Und es ist auch tatsächlich genug Produkt drin, da ist immer noch Produkt drin. Also das reicht auf jeden Fall fürs ganze Gesicht.
Aber das lassen wir jetzt mal einwirken. Und dann schauen wir mal, wie das Endergebnis ist. So, die 10 Minuten sind um und ich werde das jetzt mit so einem Schwammtuch abnehmen, das im Endeffekt diese Teile, die gibt es bei Amazon und das sind im Endeffekt diese Schwämme und die feuchte ich immer an, weil sonst werden die nämlich so wie Bauchdeckel und dann trage ich mir das sozusagen einmal ab. Also, die Maske hat einen Geruch, muss zwischendurch mal aus dem Öl, weil ich abspülen muss. Man könnte das natürlich auch mit einem Kosmetiktuch machen oder mit einem Klopapier, aber ich finde, da braucht man immer so viel und deswegen nutze ich dann gerne diese Schwammtücher. So, alles abgetragen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die gar nicht so schlecht. Der Geruch, also sie hat den Geruch, ich hätte schon eher gesagt, eher in diese Pfirsichgeruchstechnik, Nougat überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wo hier der Nougat gelegen sein soll, aber der Effekt, also die war ja wirklich sehr flüssig vom Auftrag her, aber richtig gut. Also ich habe ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Also wirklich positiv und die würde ich euch tatsächlich empfehlen. Also die hat mir jetzt echt gut getan und jetzt werde ich dann halt meine Pflege wie ganz normal wieder später. Also ich lasse es jetzt ein bisschen antrocknen und ich werde ja heute ungeschminkt rumrennen und ja, also eigentlich habe ich ein gutes Gefühl jetzt danach. Es gibt ja oftmals so Masken, wo du hinterher denkst, oh, ist so trocken, so überhaupt gar nicht. Also ich fühle mich, als ob ich 10 Schichten Creme drauf habe und richtig angenehm. Und der Duft vor allen Dingen ist noch da. Obwohl ich es jetzt abgenommen habe, ist der Duft noch da. Und das gefällt mir einfach. Und da würde ich sagen, machen wir einfach an einem nächsten Tag die Asa-Maske und dann vergleichen. So, meine Lieben, neuer Tag, neues Glück. Ich sag's, ich könnte gerade so kotzen. Also ich muss jetzt einfach mal ein bisschen rummosern. Unsere deutschen Ämter, also wenn man was möchte, also unflexibel noch und nöcher. Ich könnte gerade nur heulen und kotzen. Deswegen brauche ich jetzt diese Maske, passend zum T-Shirt und zwar von M. Asam die Maske. Ich bin gerade echt so richtig scheiße drauf. So, was soll denn diese Maske machen? Probiotischer Repair-Komplex, beruhigende Crememaske, ideal für strapazierte Haut, auch für die Nerven. Durchfeuchtet und entspannt das Hautbild mit Joghurtproteinen. Ich habe ja, wie gesagt, in dem Video davor die Maske von Balea getestet. Die kostet 40 Cent und die hier müsste um die 2,90 Euro oder 3,99 Euro sowas kosten. Sie war leider nicht mehr im Online-Shop verfügbar. Somit kann ich es euch nicht genau sagen. So in der Drehe müsste es sein. Das heißt, beziehungsweise das heißt nicht, dass wenn eine Maske immer teurer ist, dass sie auch immer besser ist. Und demzufolge testen wir das heute jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich bin richtig schlecht drauf heute und deswegen muss die Maske echt alles herreißen. Ich mache wieder mit meinem Gummipinsel und das schauen wir mal, inwieweit. Also diese geht jetzt tatsächlich ähnlich raus wie die von Balea. Ich würde sagen, sie riecht jetzt auf den ersten Moment mal nach nichts. Aber ich finde, lieber riecht die Maske nach nichts, wie wenn sie stinkt. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen ein anderes Maskenvideo gemacht. Da hatte ich auch ein paar Masken getestet und da waren auch zwei dabei, die echt unterirdisch waren. Ich bin da ja eher nicht so, dass ich die Masken gleich wieder runternehme, aber wenn sie richtig penetrant sind, so dass ich mich einfach nur ekel, dann muss ich natürlich auch Masken gleich wieder runter machen. Vom Gefühl her, wie viel ist denn da jetzt drin? 10 ml, finde ich das recht wenig, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite, man muss es ja nicht immer so dick auftragen. Ich hätte es halt jetzt einfach hier noch ein bisschen, aber da ist nichts mehr drin. Die Maske ist leer. Ich schaue nachher mal, wie viel in der Balea-Maske drin war. Klar reicht es, also, aber ich finde halt von Produkt ist es irgendwie wenig drin, gefühlt. Das, was ich rieche, riecht angenehm. Es stinkt nicht. Ich hätte eher gesagt, sie riecht nach gar nichts.
Aber jetzt lassen wir sie mal drauf und schauen wir mal, ob auch meine Meinung oder meine Haut sich dann... So, 10 Minuten sind rum und man kann eigentlich gar nicht so genau erkennen, wo jetzt meine Haut das aufgesaugt hat, weil normalerweise ist es tatsächlich so, dass meine Haut dann an manchen Stellen tatsächlich die Maske weggeschlürft hat, sage ich jetzt mal so. Sie war wirklich angenehm, also wirklich angenehm. Ich würde sie tatsächlich jetzt nur rein vom Gefühl her besser finden, wie von Balea, aber sehr ähnlich. Also wenn ich jetzt vergleiche, die von MA sind, das sind 10 ml und hier sind 8 ml drin. Gefühlt war hier weniger drin, aber vom Reichhaltigkeits- oder vom Pflegegefühl sind sie ähnlich. Bei Kocik stand hier eher bedenklich. Ich gehe aber jetzt heute nicht auf die Inhaltsstoffe ein und die war okay. Also wenn ich jetzt dann, mal abgesehen vom Preis, mir die aussuchen müsste, würde ich tatsächlich die von Balea nehmen, weil die hat dann doch eher einen angenehmeren Geruch gehabt. Und aber vom Gefühl her waren die sehr ähnlich. Also wirklich beide gut, kann ich wirklich beide empfehlen. Fand sie wirklich super und wenn der ein oder andere die mal kauft oder in einer Bestellung mit dabei hat, viel Freude damit. Aber rein für 40 Cent, ganz ehrlich, kann man da nichts verkehrt machen. Also diesmal beide Masken völlig in Ordnung, kann sie wirklich empfehlen. Meine Haut ist gut durchfeuchtet, also meine Laune auch. Und jetzt werde ich mich in Ruhe fertig machen, meine Elchohren ablegen, in den Tag starten, hoffentlich ein bisschen besser. Jetzt brauche ich erstmal 5 Liter Kaffee. Und ja, wer neu bei mir ist, würde ich mich über ein Abo freuen. Für alle anderen, die wieder eingeschaltet habt, vielen recht herzlichen Dank. Und ich wünsche euch einen guten Tag oder einen schönen Tag mit viel Sonne, viel Glück und Liebe. Und wir sehen uns einfach bei einem nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt gesund. Alles Liebe, eure Heike.